Formatvorlagen übertragen in Reuter. LibreOffice 7.2. Neue Formatvorlage aus Auswahl. Klicken Sie oben im Formatvorlagenfenster auf das Symbol für die Formatvorlagenarten, Absatz, Zeichenvorlagen etc. der neuen Vorlage. Klicken Sie in das Dokument, aus dem Sie die Formatvorlage kopieren möchten, zum Beispiel in einem Absatz, auf den Sie eine manuelle Formatierung angewendet haben. Klicken Sie auf das Symbol oben rechts im Formatvorlagenfenster und wählen Sie im Dropdown-Menü Neue Formatvorlage aus Auswahl. Geben Sie im Dialog Neue Vorlage aus Auswahl einen Namen für die neue Formatvorlage ein. Klicken Sie auf OK. So erzeugen Sie durch Ziehen und Ablegen eine neue Formatvorlage. Klicken Sie auf das Symbol oben im Formatvorlagenfenster für die Vorlagenart des neuen Formats. Bei Absatz-, Zeichen- und Listenformaten markieren Sie mindestens ein Zeichen in dem Format, das Sie kopieren möchten, ziehen Sie die Auswahl mit der Maus in das Formatvorlagenfenster und lassen Sie sie los. Geben Sie im Dialog Neue Formatvorlage aus Auswahl einen Namen für die neue Formatvorlage ein. Ausgewählte Formatvorlage aktualisieren. Klicken Sie auf das Symbol der zu aktualisierenden Vorlagenarten, Absatz, Zeichenvorlage etc. Klicken Sie im Dokument an die Stelle, von der Sie die Formatvorlage aktualisieren möchten. Klicken Sie beispielsweise auf einen Absatz, auf den Sie manuelle Formatierungen angewendet haben und die Sie nun in die Absatzvorlage kopieren möchten. Klicken Sie in den Formatvorlagen auf die zu aktualisierende Vorlage. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol Vorlagenaktionen und wählen Sie Ausgewählte Formatvorlage aktualisieren aus der Dropdown-Liste. Vorlagen aus Dokumenten oder Dokumentvorlagen laden. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol Vorlagenaktionen und wählen Sie Vorlagen aus Dokumentvorlage laden aus der Dropdown-Liste. Wählen Sie mit den Markierfeldern im unteren Teil des Dialogs die zu importierenden Vorlagenarten aus. Klicken Sie auf den Button aus Datei und wählen die Datei aus, die die gewünschten Formatvorlagen enthält, und klicken dann auf den Button Öffnen. Eine einzelne Vorlage aus einem Dokument laden. Markieren Sie ein Zeichen oder Wort im Dokument, das das Format enthält, aus dem Sie übertragen möchten, und kopieren es. Setzen Sie den Cursor in das Dokument, in das Sie übertragen möchten, und fügen das Kopierte ein. Das eingefügte Zeichen oder Wort wird in dem Format aus dem Ursprungsdokument dargestellt. Bei den Formatvorlagen ist die dazugehörige neue Vorlage vorhanden. Anwenden von Vorlagen im Gießkannenmodus. Setzen Sie den Cursor in den Absatz bzw. in das Wort, dessen Format Sie übertragen wollen. Klicken Sie auf das Symbol der anzuwendenden Vorlagenarten. Die der Cursorposition entsprechende Vorlage ist markiert. Klicken Sie auf das Symbol Gießkannenmodus im Formatvorlagenfenster. Bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle im Dokument, an der Sie die Vorlage anwenden möchten, und klicken Sie, um die Vorlage auf mehrere Elemente anzuwenden. Wählen Sie die Elemente durch Ziehen aus und lassen die Maustaste dann los. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Escape.